Heidelberg, die älteste Uni Deutschlands. Darin eingebunden ist die HBIX, die Hartmut Hoffmann-Berling International Graduate School of Molecular and Cellular Biology. Aus weit über 1000 Bewerbungen pro Jahr werden 80 Doktoranden ausgewählt. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die molekularen Mechanismen in der Zelle, die Infektionsforschung, die Biotechnologie und die Zelldifferenzierung. Professor Lanzer ist der Direktor der Graduiertenschule. Er weiß, dass Spitzenforschung ohne Elitenförderung nicht denkbar ist. Deshalb garantiert die HBIX nicht nur exzellente Forschungsmöglichkeiten im Rahmen einer hervorragenden Ausbildung, sondern zusätzlich noch eine massive Unterstützung der Doktoranden in allen wichtigen Bereichen. Als Mitglied von HBIX darf ich zum Beispiel an diversen Praktika teilnehmen und zusätzlich auch zum Beispiel Elektronenmikroskope benutzen, die für meine Doktorarbeit sehr wichtig sind. Die Graduiertenschule bietet exzellente Forschungsmöglichkeiten, die weltweit unübertroffen sind. Dabei macht die Forschung der Studenten nur einen Teil des strukturierten Graduiertenprogramms aus. Weitere Inhalte sind Kurse zu technischen Methoden, zum Beispiel die Core-Courses oder zu Soft-Skills. Um den Fortschritt der Doktorarbeit zu begleiten, müssen die Studenten regelmäßig einem Thesis Advisory Committee die Ergebnisse ihrer Arbeit vorstellen. Das Advisory Committee unterstützt die Studenten beim Lösen fachlicher Probleme. Dem Thesis Advisory Committee stellt Gerrit Erdmann seine Arbeit über die Prozesse vor, die bei Zelldifferenzierung und Krebsentstehung eine Rolle spielen. How do you think you can validate your 200 or 500 candidate genes? Seine Arbeit wird durch kritisches Feedback unterstützt und zusätzlich motiviert. Das TAC-Meeting hilft einem, mit den Professoren einen individuellen Kontakt aufzubauen und führt dazu, dass man seine PhD-Thesis in einem guten und sehr effizienten Zeitraum abschließen kann, indem man qualitativ hochwertige Arbeit leistet und sich nicht unnötig in Nebenbereiche verzettelt. Außerdem trainieren die Doktoranden, ihre Forschung einem professionellen Publikum zu präsentieren und sich durch Fragen inspirieren zu lassen, wie hier durch den persönlichen Betreuer Herrn Professor Boutros. Der Forschungshorizont wird durch das TAC-Meeting erweitert und die HBIX-Ausbildung ermöglicht somit eine sehr gute Perspektive für eine erfolgreiche Promotion und berufliche Zukunft. Ich behaupte sogar, dass das Thesis Advisory Committee verschiedene Projekte und Methoden miteinander in Verbindung bringt und neue Ideen für ganze Forschungsabteilungen liefert, die hier auf dem Campus gemeinsam und interdisziplinär erforscht werden können. Die HBIX bietet neben der wissenschaftlichen Betreuung einen promotionsbegleitenden Career Service an. Die Doktoranden werden von Frau Martini professionell bei der beruflichen Orientierung und ihrer individuellen Karriereplanung beraten. So werden bereits während der Promotionsphase die Weichen für eine erfolgreiche Entwicklung in der Zukunft gestellt. Ich habe jetzt neue Informationen, die mir helfen, herauszufinden, ob ich nach meiner Promotion eine Postdoc-Stelle annehme oder mich direkt in der Industrie bewerbe. Der HBIX Career Service bietet den Doktoranden Informationen, Training und individuelle Beratung zu allen Themen, die ihre zukünftige Karriere betreffen. Und wir organisieren mit unseren Industriepartnern Karrieregespräche, sodass unsere Doktoranden die Möglichkeit zum Einblick in industrielle Arbeitsprozesse haben. Darüber hinaus können sie auf diese Weise Kontakte zu zukünftigen Arbeitgebern aufbauen. Intensive wissenschaftliche Betreuung und Lehre durch namhafte Wissenschaftler garantieren eine fundierte interdisziplinäre Ausbildung, selbstverständlich durchgängig in englischer Sprache. Die HBIX-Absolventen erhalten nach nur 3 bis 3,5 Jahren einen Abschluss, mit dem sie überall auf der Welt ganz ausgezeichnete Chancen haben und studieren in einer Atmosphäre, in der Arbeit und die Gespräche mit Kollegen ineinander übergehen. Um dieses Niveau zu garantieren, hat HBIX ein professionelles Auswahlverfahren entwickelt. Die HBIX hat ein neuartiges, ausschließlich online-basiertes Auswahlverfahren etabliert, das es erlaubt, unseren Gruppenleitern ständig und über das ganze Jahr hinweg Stellen auszuschreiben. Auf der anderen Seite ist den Bewerbern erlaubt, sich das ganze Jahr über hin zu bewerben. Nach einem initialen Screening der Bewerber, das über Skype verläuft, da wir sehr viele internationale Bewerber haben, werden diese Bewerber dann nach Heidelberg eingeladen. Dort durchlaufen sie mehrere Interviewrunden. Ob es letztendlich zu einer Zusammenarbeit zwischen dem Arbeitsgruppenleiter und dem Bewerber kommt, bleibt letztendlich diesen beiden überlassen, denn hier muss ja schließlich die Chemie stimmen. Nach der Promotion an der HBIX steht dem Ziel, die Lebenswissenschaften der Zukunft aktiv mitzugestalten, nichts mehr im Wege.